So, jetzt zu der Jahreszeit ist Salat noch eher ein bisschen rar im Garten. Und der normalen Salat, das kennt ja jeder. Und beim Salat haben wir immer das Problem, dass die Schnecken alles wegfressen. Eine kreative Alternative, Baumsalat. Und da werden wir heute lauter Bladeln zusammen ernten und uns mit den Bladeln einen guten Salat machen. Anfangen tun wir gleich mal beim Ahorn. Wunderschöne rote Blätter. Nur die Ameisen, was da drauf ist, die lassen wir da. Und dann gehen wir weiter. Suchen uns lauter gute Baumblätter. Und da haben wir noch ein paar Bladeln, schön getrocknete. Die nehmen wir natürlich nicht, das ist ein Scherz. Die nehmen wir nur als Fußbelag, Bodenbelag. Also nur die frischen Bladeln vom Baum übernehmen und die halt, was nicht giftig sind. Aber die halt jetzt nicht nehmen. So, Buchenblätter und Hainbuchenblätter kann man auch verwenden für einen guten Salat. Wenn das halt zu exotisch ist, nur die Baumbladeln, da kann ich einen normalen Salat so quasi auch verwenden und das halt eher noch ein bisschen drunter mischen, damit es bunter ausschaut. Und vor allem, die sind reich an Inhaltsstoffen, an Mineralien. Da spart man sich auch das Salzen dann, weil das schön würzig ist. Und ja, ganz was Zartes. Ich koste gerne mal ein Bladl, damit man sieht, das kann man wirklich essen. Ganz knackig und frisch und zart und ohne Schnecken, muss man sich vorstellen. Die fressen das zum Glück nicht. Schmeckt ein bisschen zitronenmäßig, säuerlich. Fein. So, dann gehen wir zum nächsten Baum. So, und ein paar Lindenblätterla. Das sind auch noch jung und frisch und zart. Die tun wir auch in unseren Salat rein. Dann gehen wir weiter zum nächsten Baum. Junge, frische Haselbladerla tun wir auch ein. Hasel ist eine Erotikpflanze. 1. Mai war immer Brauch, den Maibaum aufzustellen, das Phallus-Symbol. Und die jungen Damen, die was noch jungfräulich waren, haben ein Blumensträußel bekommen. Und die, was schon die Hasel gesprungen sind, die haben ein Haselzweig gekriegt. Tun wir auch eine in unseren Salat. Vom Apfelbaum, wenn wir schon von der Erotik reden, Apfel ist ja auch ganz was Verführerisches, die Frucht. Gell? Wir nehmen da vom Apfelbaum die jungen Blätterle und natürlich auch ein paar Blüten kommen auch in unseren Salat rein. Apfelbaumblüten. Wenn man einen Kirschbaum hat, kann man auch die Kirschenblüten rein tun. So, da haben wir einen Baumblätter- und Baumblütensalat. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Baum. So, nicht nur Baumblätter nehmen wir, sondern auch die Wipferler von der Fichten, die guten Maiwipferler. Kann man also nicht nur an Maiwipferl Hustensaft machen, sondern auch in den Salat rein. Fein, köstlich. So, und jetzt hole ich mir einen normalen Salat auch noch, damit man die Familie das essen dort. Ganz vergessen, Birkenblätter kommen auch noch rein. Auf dem Weg zum normalen Gemüsegarten habe ich meine Birken, hätte ich jetzt fast übersehen. Rupsdi-bups. Nehmen wir uns auch noch ein paar Bladeln mit. So, jetzt geht's zum normalen Salat, So, jetzt haben wir alles zusammen für unseren köstlichen Baumsalat. Wie gesagt, ein bisschen einen normalen Salat auch, weil sonst da mag meine Familie das nicht essen, weil das ist sonst zu exotisch. Da haben wir jetzt unsere ganzen Baumblätter, was wir gerade vorher gesammelt haben. Wenn man will, kann man es nicht ein bisschen zerkleinern auch, Dann ist es nicht gar so offensichtlich, dass man da die Bladeln vom Baum da alle zusammen gesammelt hat. So, ein bisschen. So, und dann noch den normalen grünen Salat dazu. Und ein gutes Kernöl, das ist das Wichtigste. Das gibt einen besten Geschmack. Und ein bisschen ein selber gemachtes Kräutersalz. Ups, ein bisschen zu viel erwischt. Jetzt ist es sehr witzig. Schaut das noch köstlich aus? Sie gleich kosten einen guten Salat. Viel Spaß beim Nachmachen.